Hallo liebe User, hier ist der Holly vom Schellplatzführer.de. Heute möchte ich euch einen Platz vorstellen in Saint-Trévier-de-Court. Der Platz gehört zu dieser Camping-Car-Park-Gruppe. Man kann ihn 24 Stunden anfahren. Der Platz ist nicht sehr groß, liegt direkt neben der Gendarmerie. Und wir machen eine kleine Platzbegehung. Der Platz ist mit einer Schranke gesichert. Ist ein kleiner Platz. Der hat nur 9 Plätze. Für Wohnmobile bis 9 Meter geeignet. Hier vorne ist eine Informationstafel, was man denn so alles in der Nähe findet. Eine Bäckerei, ein Metzger, Restaurant, Pizzeria, Tabakladen und so weiter und so fort. Leider ist mein Französisch nicht so gut. So, jetzt gehen wir mal zum... wir können gleich mal die Tafel aufgeben, wie die Platzbelegung ist. Er hat nur 9 Plätze, hat eine Ver- und Entsorgung, Stromanschlüsse, Hunde erlaubt, Wohnmobil mit Hänger erlaubt. Keine Wohnwagen bis 9 Meter steht hier, Grillen nicht gestattet. Hier ist noch eine Servicenummer, falls das mit dem Automat nicht klappt, kann man die anrufen. Wir haben mal Bekannte gehabt, die ein Problem damit hatten. Und die haben diese Nummer angerufen und das ging ruckzuck. Hier ist diese Karte, die man käuflich hier erwerben kann, im Internet bestellen kann. Die Menüführung ist in verschiedenen Sprachen. Der hat sogar eine App und eine Internetanzeige, wo man ablesen kann, wie viele Plätze belegt oder wie viele frei sind. So, hier ist kann man die Karte dann aufladen oder eben seine EC-Karte rein, Karte davor halten und dann fährt man bis zur Kontaktschleife vor und dann hält man seine Karte davor und hier steht es drauf. Die Tastenkombination haben wir noch nie gebraucht. So, der Platz, wie gesagt, ist nicht sehr groß. Schranke geht auf. Direkt zur Rechten ist die Ver- und Entsorgung mit Bodeneinlass. Hier kann man sein Chemie-WC entsorgen. Und man kann sogar kurzzeitig Strom bekommen. Und eine Frischwasserentnahme, kleine, ist hier, kleine Mengen. Oder große Mengen natürlich auch. Wenn man Schlauch anschließt und drauf drückt, ist Wasser inklusive. So, dann fährt man hier rum. Ist auch gleichzeitig die Ausfahrt. Man kann auch kurz parken hier. 5 Stunden plus Service. 5,50 Euro, wenn ich mich nicht irre. Nebenan ist eine Schule, aber das ist ja am Nachmittag hier vorbei. So, da sind dann die verschiedenen Stromsäulen und Plätze. Ich will jetzt nicht auf den ganzen Mobile halten. Hier ist Hollys Zuhause. Wie gesagt, der Bäcker ist, glaube ich, 200 Meter entfernt. Intermarché für einen Großeinkauf ist, glaube ich, 700 Meter. Und die anderen Sachen liegen auch nicht alle weit weg. Und man ist natürlich sicher, die Polizei ist direkt nebenan. Da hat man nochmal eine Stromsäule. So, liebe Leute, weil der Platz nicht sehr groß ist, war es das eigentlich schon. Wie immer erscheint unter diesem Video ein Link, der euch zu unserer Stellplatzführerseite führt, wo man nachlesen kann, wenn der Holly etwas vergessen hat. Bitte lasst ein Abo da, wenn das Video gefallen hat, einen Daumen hoch. Und nochmal die Ausfahrt. Euer Holly vom Stellplatzführer.de.